Achtung, Achtung! Das nachfolgende Video ist ein bisschen eklig. Und wenn ich sage ein bisschen, dann meine ich sehr eklig. In dem Video zeige ich, was ich letzten Sonntag gemacht habe. Ich habe versucht, Schleim aus meinem Hals oder wo auch immer der herkommt, hochzuwürgen. Und dann habe ich alle schleimfördernden Aktivitäten getan, die mir eingefallen sind, und ich habe noch mehr hochgewürgt. Und es ist ein bisschen was rausgekommen. Schleimiger Sonntag, keiner ist so schleimig wie du. Jetzt ist 14 Uhr, die Sonne scheint und ich gucke mal, ob ich einfach sowas hochgewirkt bekomme. Alter, da ist ein kleines Bröckchen mit hochgekommen. Ohne Scheiß. Kann man das sehen? Das ist so eklig. Ich habe hier... Das ist so ein Pfui. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Kannst du leider nicht sehen, die Sonne blendet. Mach schon. Fokus. Ich versuche mal nochmal. Ich habe jetzt so eine kleine Makrolinse drauf. Jetzt sieht man es. Es ist einfach so ein kleines Ding, so groß wie ein Stecknadelkopf. So ein halbes Reiskorn. Und das war irgendwie in meinem Hals drin. Sowas ist mir schon ein paar Mal rausgekommen, als ich Handstand gemacht hatte und dabei gewirkt habe. Guck mal, ob ich noch eine zweite Runde hochwürgen kann. Nicht wirklich. Nee. Nicht besonders dickflüssig, nichts übertrieben ekliges. Nee, dieses Steinchen ist so krass, dieses kleine. Ich habe vor kurzem das Fachwort dafür gehört, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Das stinkt richtig eklig, also das riecht wie wenn einer ein halbes Jahr seine Zähne nicht geputzt hat, so kommt es raus. Das war schon ein bisschen dickflüssiger. Ich gehe jetzt sprinten. Jetzt war ich 5 Minuten sprinten und draußen ist so knapp unter 0 Grad, ich glaube minus 1 Grad oder so. Jetzt gucke ich mal, ob ich was hochgewirkt bekomme. Traditionell war das dann immer ein bisschen einfacher nach dem Sprinten. War ein bisschen dickflüssig. Nochmal. Bisschen dickflüssig. Okay.
Na, ich merke, da ist jetzt schon alles im Fluss hier oben. Als nächstes mache ich Neti Pots. Da ist immer auch einiges an Schleim hochgekommen. Warte ich nur noch, bis es ein bisschen abgekühlt ist. Beim Nasenspülen ist immer auch eine Menge rausgekommen. Mal gucken. Ich höre so ein bisschen, wie mir das in den Ohren so ein bisschen gluckert. Und jetzt hochziehen. Das war ein bisschen dickflüssig. Jetzt fühle ich mich leicht elektrisch. Jetzt habe ich mir einen Three Lung Tea gemacht. Das ist so ein Tee, der im Lungen- und Halsbereich so wahrscheinlich alles bei mir lösen wird. Und sehr lecker schmeckt. Und was ich auch noch mache, ich mache gleich Sauna. Und dazu nehme ich die Reste, die ich von diesem Tee kochen, hier in dem Topf habe. Kann man das erkennen? Die mache ich jetzt in mein kleines Sauna-Kräuterdöschen. Hier ist die kleine Kräuterdose. Das heißt, wenn ich gleich in der Sauna sitze, dann inhaliere ich hier diese ganzen tollen Inhaltsstoffe von diesem Tee. Was für ein Luxus! Ich trinke den jetzt erstmal den Tee und dann schmeiße ich die Sauna an, schließe diese Kräuterdose an und dann gehe ich erstmal kalt duschen. Das Kalt duschen hilft auch nochmal was hochzuwirken. Ich gehe gleich in die Sauna und die ist schon am Vorheizen. Ich gehe aber vor der Sauna immer noch mal kalt duschen. Mir ist aufgefallen, beim Kalt duschen kann ich auch immer mal wieder was hochwürgen. Deswegen, Action! So, da ist die Dusche. Und ich stelle die auf
So kalt ich kann. Zip. Maximale Kälte. Es ist draußen so, ich glaube, minus 1 Grad oder so. Das heißt, das Wasser, was aus der Leitung kommt, das ist auch ziemlich kalt. Na gut, lange genug getrödelt. Action! Gib mir das jetzt hier alles unter Wasser? Egal. Achtung, jetzt wirklich hoch. Ich gleich fertig sauniert habe, dann dusche ich noch mal ein bisschen länger, aber ich merke, dass, wenn ich das nicht mit Vorhang mache, dann ist mir hier alles unter Wasser. Deswegen, jetzt war nicht so lang, aber nach dem Saunieren, da ist es eh leichter, wenn ich ganz aufgewärmt bin. Dann dusche ich noch mal schneller, länger kalt. Kann man das erkennen? Ja. Also die Sauna heizt vor, vielleicht sieht man das da schon rechts. Und alles, was ich jetzt noch mache, ist, ich schließe diesen kleinen Schlauch an, den man da vielleicht an der Seite sieht. Sieht man den? Ja. Den schließe ich an, dann lasse ich das Zelt noch so 1, 2 Minuten vorheizen und dann gehe ich rein. Yeah. Jetzt bin ich frisch aus der Sauna. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch was hochgewirkt bekomme. Oh ja, das war dickflüssig. Okay, das war nicht viel. Jetzt dusche ich noch mal kalt. Ganz kurz warm, um einmal, weiß nicht, warum ich das mache. Ich mache einmal am Anfang kurz warm und dann mache ich gleich auf kalt. Morgen ist kalt. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo ich hingerotzt habe. Ich hoffe, ich habe nicht auf meinen Vorhang gerotzt. Immer noch nicht warm. Und jetzt kalt. Oh, Gott.
Das war dickflüssig. Da ist noch ein Bröckchen rausgekommen. Oh, krass. Und das hat auch wieder so einen ekligen Geruch. Ist jetzt doppelt eklig. Ich habe mir auf die Hand gespuckt, aber egal. Da ist ein ganz kleines Bröckchen hier. Oh, yuck, yuck, yuck. Ist genauso ein ekliges Ding wie eben. So, jetzt trockne ich mich ab und dann benutze ich den Gelomuck. Bis dann. Der war dickflüssig. So. Jetzt benutze ich ein Ding, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Das hier. Das ist ein Gelomuck. Das ist ein kleines Plastikding mit einem Metallbällchen drin und das Metallbällchen schwingt und es gibt Vibrationen an den Brustkorb ab, wenn man da durchatmet. Ich glaube, ich brauche nur ausatmen. Raus, reinatmen. Ich mache mal, dass man das Geräusch schön hören kann. Vielleicht kann ich das Ding mal kurz abnehmen. Ja. War dickflüssig. Ich fühle hier überall die Vibration. Das wird richtig weitergegeben. Habe ich noch zwei harte Geschütze. Das nächste, was ich versuche, ist Wim Hof atmen. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich gucke mal, ob ich es hinbekomme. Ich habe hier extra ein kleines Haarhandtuch, damit wird mein Kissen nicht so nass von meinen nassen Haaren. Also Wim Hof atmen. 50 Mal stark einatmen, die Luft dann nach jedem Atemzug rauslassen.
Und dann nach dem 50. ausatmen und die Luft so lange draußen lassen, bis der natürliche Atemreiz wieder einsetzt. Das war's doch, hoffentlich. Mal gucken. Hände und Füße fangen an zu kribbeln. Ich kann nicht still liegen dabei. Das ist zu krass. Zehen noch. Krass. Oh, krass. Meine ganzen Finger, alles am Kribbeln. Ich kenne das noch aus der Vergangenheit, da haben mir auch die Füße gekribbelt. Aber jetzt speziell mit dem Entschleim, ich habe ein bisschen, während ich diese tiefen Atemzüge gemacht habe, runtergeschluckt und ich habe auch ein bisschen in dieser Wartezeit, nachdem ich fertig geatmet hatte, hat ja auch ein bisschen was abgeschluckt. Na gut, jetzt gehe ich mal wieder zum Waschbecken und ich guck mal, ob ich es jetzt hinkriege, noch was rauszuwirken. Oh, jetzt klingeln mir ein bisschen die Ohren. Mal gucken. Das war ein bisschen fest. Bisschen fester. Also dickflüssiger. Das war ein bisschen dickflüssig und es war auch viel, was gerade rausgekommen ist. Noch einen letzten Trick auf Lager. Was ich jetzt zeige, habe ich selber erfunden. Ich mache so eine Schale auf dem Boden, dann mache ich da drüber einen Handstand und während ich Handstand mache, also während die Schwerkraft umgedreht ist und das alles so quasi so nach unten fließt, wirke ich ein bisschen. Und da ist bei mir auch schon manchmal einiges rausgekommen. Mal gucken, ob ich es jetzt auf Kamera hinkriege. Mega eklig, es klappt, aber ich habe irgendwie vergessen, wie ich das gemacht habe. Ich probiere mal noch ein bisschen. Fühlt sich irgendwie nicht so an, wie ich es in Erinnerung hatte. Es war irgendwie anders. Oh.
Das war irgendwie nix. Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal gemacht hatte. Da gab es noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr. Als ich das erste Mal gemacht hatte, kam da so ein Bröckchen raus, wie ich die bei dem ersten, als ich einfach nur so auf gut Glück hochgewirkt habe, da kam sowas raus. Kann natürlich auch sein, dass da jetzt einfach weniger in mir drin ist, weil ich schon so hart am Detoxen war jetzt ein Jahr. Trotzdem schade. Ich hätte gern noch ein bisschen Ekligeres in die Kamera gezeigt. Kann ich nichts machen.